Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei Formel 1 2015 im Co-op-Multiplayer-Modus. Das letzte Mal sind wir gefahren in Silverstone. Es war eine britisch feuchte Angelegenheit, die wir vielleicht dann trotzdem am Ende des Tages noch ganz gut gemeistert haben. Wer sich jetzt fragt, wie sieht es denn jetzt eigentlich aktuell aus, punktemäßig? Einfach mal ans Ende des letzten Rennens springen und dort findet ihr dann den aktuellen Zwischenstand oder ihr wartet ganz einfach jetzt die beiden Folgen ab und dann werdet ihr am Ende dieses Rennens in Ungarn eingeblendet bekommen, wie es aktuell aussieht. Ja, Ungarn, ich hab's gesagt, bin ich im Karrieremodus schon mal mit. Ja, ich sag mal so, zweiter Platz war ja nicht schlecht, aber ich hielt es am Ende trotzdem für mäßigen Erfolg. Wir haben es ja schon des Öfteren gehabt, die KI fährt eben konstant ihre Zeiten und ja, wir sind eben nur Menschen. Wenn ich sage wir, heißt das natürlich, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir wieder unseren hochgeschätzten Teamkollegen dabei haben, den Robert der Röberts. Einen wunderschönen guten Tag. Servus, 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 servus. Ja, irgendwelche Worte vorweg zu schicken. Nö, ich habe nichts zu sagen eigentlich. Deine Zielstellung, die haben wir gerade ja schon beim Warmreden mehr oder weniger thematisiert. Also, ich weiß nicht, du hattest ja schon konkretere Vorstellungen, wenn ich das richtig gehört habe. Ich gehe rein, um ins Ziel zu kommen, das ist ja schon schwer. Das ist allerdings richtig. Welcher Grad an Traurigkeit jetzt dann dahinter steckt, dass man so denken muss. Gut. Okay, da würde ich sagen, wir fackeln gar nicht mehr lange. Und gucken, dass wir das hinbekommen. So, Blitzqualifying heißt wieder, jetzt ist erstmal gleich wieder eine Minute 24 Stille. Weil, keine Ahnung. Hier, das haben wir so bei der Strecke mehr oder weniger dann schon rausgefunden. Gibt es eben so die zwei, drei Punkte, an denen sich eben entscheidet, wie gut man die Runde fährt. Von daher schauen wir mal, ist dein Controller voll? Ja, denke ich schon. Ich hoffe es für dich. Alright. Guten Tag, liebe Rennfreunde. Heute steht Guten Tag, liebe Rennfreunde. Ja. Hungaroring. Kennen Sie den schon? Das Setup für sein Auto perfekt hinbekommen hat und wer sich die Pole Position. Und Robert fährt auch, das sollte man vielleicht dazu sagen, mit einem deutlich veränderten Setup, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne? Vollkommen richtig, ja. Also der hat da wirklich alles über den Haufen geschmissen. Der fährt halt nicht mit 17 Grad angewinkelten Vorderradspeichen. Nein, die sind 17,4 Grad. Unheimlich wichtig, Junge. Unheimlich wichtig. Von daher schauen wir mal. Also, das Blitzqualifying beim großen Preis von Ungarn. Die erste Kurve war gar nicht so schlecht, die war ganz okay. So. Inmitten wird mir als zweiter angezeigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch wieder der Bug ist. Dass ja, es wird der Bug sein, nehme ich an. Aber wenn Hamilton hinter mir ist, heißt das ja, dass ich nicht ganz schlecht war im Moment. Oh mein Gott, oh, meine Lieblingskurve verkacke ich dann halt. Und hab jetzt so einen ziemlichen Rückstand auf dem Rücken. Seriously, oh mein Gott, ist das schlecht, ey. Die Zeit dürfte ganz gut gewesen sein. Ja, ich bin Vierter und du bist Erster, wurde mir angezeigt. Der Spitzenleistung des Australiers. Fuck, ist die Zeit schlecht. Mann. Es ist Robert wahrscheinlich schon wieder fürs ganze Rennen demotiviert des Todes. Ich sag mal so, am Start musst du aufpassen, dass du an dieser vorderen Gruppe dran bleibst. Ich werde meine Probleme haben, weil die Mercedes werden höchstwahrscheinlich an mir vorbeigehen. Davon ist auszugehen. Müssen wir mal schauen. Ich war bis
Kurz, ich weiß nicht, diese relativ schnellen Rechts-Links-Passagen da, die ich eigentlich sonst gerne fahre, da habe ich die letzte Rechtskurve, habe ich irgendwie, Zu weiß spät nicht, was gebremst ich, oder so. ich weiß auch nicht, was genau ich da gemacht habe, aber irgendwie bin ich die vollkommen falsch angefahren und war da so mit eurem Wir sind hier Kurvenausgang in Ungarn, nur 18 vollkommen Kilometer von viel zu Budapest langsam. entfernt, wo es gleich mit dem Bin mal heutigen Formel gespannt, 1 aber nach enden Regen muss. sieht es ja nun wirklich nicht Willkommen aus. beim großen Preis von Ungarn. Sonst wäre ich Das wahrscheinlich Rennen geht Zweiter gleich gewesen, los, sehen aber wir uns die Startaufstellung für das ich sag heutige mal so, Rennen wenn an. ich das konstant, ich kann die Strecke ja eigentlich nicht ganz schlecht, zumindest habe ich sie im Zeitfahren Du relativ hast oft. was, also nach vorne hast du noch alle Chancen, ansonsten stelle ich mich mal quer vor den Rosberg und vor den Hamilton, da fährst du dann rechts außen vorbei. Halt krass, also die haben ja eigentlich, ich weiß ja nicht, wie schnell die Williams dann am Netz im Rennen auch. Das Gute ist, ich fahre inne, das ist ganz gut. Ich weiß nicht, wie schnell die Williams jetzt im Rennen fahren. Das kann ich auch nicht ganz einschätzen. Ich glaube aber, also wenn ich mal so an die Karriere denke, dass die Zeitabstände doch relativ deutlich waren. Also, dass du wirklich Ferrari gehabt hast, auf dem dritten Platz. Dahinter waren Williams dahinter? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hattest du wirklich diese zeitlichen Abstufen. Das heißt, Mercedes 1,5 Sekunden dahinter, dann die Williams und dann 2 Sekunden dahinter, dann die Ferraris. Also, ich weiß es nicht. Aber wenn das hier mit dem Ferrari wirklich, mit dem Mercedes wirklich gut fährst, dann ist hier eine 1,22 definitiv drin. Denke ich. Ja. So. In diesem Sinne würde ich sagen, zwei Boxenstopps, 11,22. Ich muss gucken, dass das mit den Reifen hier hinhaut. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Der große Preis von Ungarn. Und ich werde natürlich jetzt erstmal gleich aufs Maul kriegen von Hamilton und Rosberg, die natürlich schneller sind als ich. Und ich muss eigentlich nur aufpassen, dass. Beschleunigen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht gedreht werde. Das ist schon das Wichtigste hier. Ich würde fast auch So, meinen, Achtung. den Hamilton kann ich hier auch vorbeilassen. Den würde ich Totaler das. Angriff in innen. Achtung, ich bin gleich vorbei. Ich bin neben dir. Wo bist du? Ich sehe dich leider gerade Ich nicht. bin bei Lass Platz, Hamilton. ich lass Platz, ich lass Platz. Oh, ich habe sehr viel Platz gelassen, leider. Ich will nur nicht meinen Platz jetzt wieder verlieren. Bin eigentlich schneller als Hamilton gerade. Fahrt ihr aber ganz schön langsam hier alle. Okay, ich lasse Hamilton, glaube ich, gewähren, weil was will ich jetzt da versuchen, ihn Paroli zu bieten? Er wird am Ende dann eh wieder schneller sein, von daher, ich versuche den zweiten Platz zu halten. Ging dir übelst krass gerade im Heck, sorry. War ich zu langsam? Tut mir leid. Nee, war meine Schuld. Ich glaube, ich hätte dich sonst fast gedreht. Ich muss halt, dass man voll auf die Bremse, aber mein Fehler. Holy shit, okay, wie fährst du Ja, jetzt ich noch? bin ein bisschen nach außen gekommen. Der Hamilton zieht halt weg wie sonst was. Wenn du vorbei willst, musst du was sagen. Ja, ich suche Mir noch ist so eine ein Crash ordentliche Überholmöglichkeit. scheißegal. Ja, spätestens mit DRS müsstest du vorbeikommen. Weil du die Zeiten konstanter und besser fährst. Das war mir schon bewusst. Da ist mir das eigentlich egal. Solange ich dann trotzdem Dritter wäre oder so, ist mir das eigentlich egal. Guck dir an, der Hamilton keine Chance, da irgendwie vorbeizukommen. Ja, komm, geh inne vorbei, geh inne vorbei. Fahr, 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 fahr. Boah, jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt ist der Rosberg auch noch vorbei. Weil ich zu stark abgebremst habe. Jetzt bin ich nur Sorry, Vierter. sorry. Ja, ich konnte nicht. Ich weiß nicht, wenn ich noch schneller in die Kurve reingehe, fahre ich zu weit raus und schneide dir komplett den Weg ab. Das sind 50 Er ist wieder Kilogramm. Ah, hinter du bist dir. wieder vorbei. Fertig. Naja. Warum geht es an den Hamilton dran bleiben? Das wird sehr schwer, kann ich hier sagen. Fährst du fett gemischt? Oh, lol. Boah, du bist gerade sehr weit nach rechts noch gekommen. Naja, ich bin halt auf den Curb Das Pro gekommen. das Problem ist, die ganze Zeit, der Rosberg ist so nah an mir. Immer wenn ich bremse, kriege ich einen kleinen Schubser von hinten. Ja. Ja, ich lasse euch da mal. Macht immer euer Ding. Ich versuche irgendwie den Alter, dritten ey, wie Platz ich zu immer aus halten. der Kurve hier rauskomme, das ist richtig schlimm. Viel zu schlimm, viel zu langsam angefahren, die Kurve, ja, läuft noch nicht so. Bei mir steht oben übrigens immer noch Qualifying beendet, wie letztes Rennen in Silverstone. Weiß nicht, was das für ein Bug ist. Ich Ganz komisch. muss irgendwie im DRS-Fenster bleiben, sonst zieht er weg. Ah, der wird doch so gut wegziehen, fürchte ich. Ist der jetzt hier schon aktiviert? Hast du Naja, ich DRS? würde wahrscheinlich trotzdem in eine Ja, zieh vorbeikommen. vorbei, zieh vorbei.
Oh, ich versuche nicht zu bleiben. Du bist neben mir, hinter mir oder wo bist du? Boah, kann... Rosberg, Alter. Wo bist du, wo bist du? Bist du hinter mir? Ja. Hinter dir, ja. Was macht der denn, Herr Rosberg? Also ich glaube, der war gerade fast in mir drinne. Das kenne ich, das habe ich vorhin auch gespürt. Das war... Ah, ich finde, wenn du gut aus der letzten Kurve raus beschleunigst, bist du viel schneller, ehrlich gesagt. Also dann habe ich es auch gerade gemerkt, ich hatte ja gar kein DRS, aber du hattest ja auch gerade kein DRS. Wie schnell man da wird, wenn man gut raus beschleunigt. Ja, das stimmt. Gleich verbremst. Wir müssen irgendwie zusammenarbeiten, dass wir an den Hamilton da vorne der Hamilton hat halt schon jetzt einen Vorsprung des Todes, ne? Weiß nicht, es wird schon ein ganzes Stück sein. Der fährt konstant seine 1.23.8er Zeiten oder was das war. Alter. Ja, ich werde wahrscheinlich gleich mit DRS wieder vorbeiziehen. Ja, ja, ich lasse dich dann auch stationär vorbei. Vielleicht nicht vorher jetzt irgendwas riskieren, das ja, wäre vielleicht weiß, ein bisschen blöd. Ich mach grad. Ich komme halt nur so krass ran, ehrlich gesagt, bei der Rost. Ja, weil ich auch zu langsam bin. Bei Hamilton ist jetzt schon sonst wie lang weg. Ich muss hier halt krass abbremsen. So, jetzt habe ich gut rausbeschleunigt, jetzt bin ich eigentlich schon fast so schneller, als komme ich mit Hamilton DRS. Ist schon. Hamilton ist auch und nicht mehr in meinem, der ist knapp 3 Sekunden vor mir. Null, wieso komme ich nicht so wirklich mit dem DRS vorbei? Gehst du innen vorbei? Ja. Null, das ist nice. Oh, Leute, ich wäre außen, Leute, warte, ich wäre außen, ich bin außen, ich bin außen. Ich habe halt wieder DRS. Ich müsste doch viel schneller sein als du. Fährst du innen? Ja. Wo bist du? Boah, das ist so ein Tanz auf ein besseres Schneider, ey. Das, ich muss die ganze Zeit aufpassen, weil gelbe eben. Gelbe Flagge. Das, aber hinter mir ist ein Abstand auf jeden Fall. Rosberg ist leicht weg jetzt von dir, das ist gut. Das muss man pushen. Der muss aus dem DRS-Fenster raus. Weil dann fahren wir hier vorne unser eigenes Rennen, wenn der aus dem DRS-Fenster weg ist. Ja, dann wäre es geil, wenn wir Platz, ich weiß nicht, hier überholen, ist vielleicht nicht so gut, oder? Nee. Also. Ah nein, du fährst eigentlich auch konstant dann schneller jetzt, von daher. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ich bin draußen noch in deinem DRS-Fenster, das heißt, ich komme nicht weg von dir. Ja, du bist ja schon ein ganzes Stück vor mir, also sowas nicht. Du bist ja schon deutlich jetzt weggezogen. Meine Reifen übrigens vorne links gelb. Stark gelb. Schon. Hinten durchsichtig. Nee, ganz ordentlich bis jetzt noch. Wenn mir jemand Tipps in die Kommentare schreiben will, wie ich noch reifensparender fahren kann, gern her damit. So, hast du DRS? Ja, aber ich bleib nicht an dir dran. Du bist trotzdem viel schneller. Na, du kommst schon wieder ein bisschen ran dadurch, aber reicht nicht, um zu überholen, ja. Aber hier wirst du nochmal DRS haben wahrscheinlich. Ja. Aber hier wird die Gerade ist zu kurz. Die Gerade ist viel zu kurz, als dass du da irgendwas machen könntest. Oh, nicht gut gefahren, die Kurve. Bist du wieder dran? Aber wir ziehen. Wer ist denn hinter dir? Das ist ein weißes Bottas, Auto. Bottas. Kein Rosberg mehr. Halt, was mach ich gerade? Naja, ich hab's gemerkt. War immer näher dran, als ich dachte. Ja, aber Bottas, der zieht jetzt drin. Nicht so krass weg, wie ich es ja, aber ich sag mal so, er fährt halt trotzdem konstant und das wird jetzt Stück für Stück, dann wirst du das merken. Ja, ich wäre wieder weil ich wär, ich merk's halt jetzt gerade schon mit den Reifen, dass ich bestimmte Kurven nicht mehr vernünftig fahren kann. Deswegen, du bist jetzt auch schon, naja, du bist 0,93 vor mir, also du wirst eigentlich jetzt aus dem DS-Fenster kommen. Aber du kommst halt in den Kurven nochmal ran und am Messpunkt weiß ich nicht, wo ist hier der Messpunkt, da vorne oder so, ja. Weiß ich nicht, ob du da also wieder nah genug dran bist. Könnte wahrscheinlich sogar sein, dass du da nah genug wieder dran bist. Ja, wirst du wahrscheinlich nee, wieder haben. Nicht mehr? Nee, 1,5 Sekunden knapp. Aber hinter dir musst du aufpassen, der wird wahrscheinlich haben. Ja, hat er auch. Naja, das ist jetzt so der Punkt. Sobald meine Reifen sind nämlich jetzt orange. Allesamt. Und das ist so der Punkt. So krass, ich weiß nicht, so krass ist es bei mir halt noch nicht. Und das ist so der Punkt, ab dem ich das Rennen nicht mehr so fahren kann, wie ich will. Ab dem ich auch wirklich deutlich die Gegner alle wegziehen lassen muss. Ich sehe auch, dass der Weiße jetzt ganz stark an mich rankommt. Da werde ich jetzt halt Stück für Stück die Plätze droppen müssen. So mehr oder weniger. Ja, gerade waren noch 0,8 weg, jetzt sind noch 0,4 weg hinter mir. Musst du aufpassen, der könnte dich in der DRS-Phase schon. Der holt mich.
bin ich mir so. Weil, also ein Rosberg würde ich sagen, er holt dich auf jeden Fall. Bei ihm weiß ich es nicht. Doch, denke ich. Nee, er ist viel schneller als ich. Er ist viel schneller als ich. Ich habe halt noch nichts auf Fettgemisch gefahren, aber würde ich wahrscheinlich auch erst nach dem ersten Reifenwechsel wieder machen. Ja, wahrscheinlich. Ich fahre halt eine gute Sekunde schlechter als meine. Also oben rechts die Zeit ist eine 1,25. Ja, ja, bei mir eine 1,25,4 ist da. Ja, und da sind eben, keine Ahnung, da spielt das mit dem Reifen eben eine immense Rolle. Du kannst jetzt so ziemlich unbeschwert davor dich hinfahren, brauchst eigentlich nur konstant deine Zeiten durchhalten, dann passt das ja. Was fährst du jetzt gerade für Zeiten? Was ist deine jetzige Zeit? Eine 1,27. Und ich fahre eine 1,26,3. Ja, also ich merke, halt er ist total jetzt an mir dran eigentlich, also. Ich merke zwar auch, dass ich nicht mehr so gut fahren kann, aber es geht noch, weil die Reifen noch nicht so scheiße sind eigentlich. Na, doch, bei mir schon. Ich verbremse mich halt manchmal ein bisschen, das ist so das einzige Blöde. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich gleich die Bremse mal auf Heckverteilung stelle. Ah, eigentlich, naja, wobei doch, das werde ich gleich mal versuchen. Die schnelle Kurve kannst du nicht mehr so gut nehmen, finde ich, hier hinten. Die sind schon ein bisschen schwerer mit den angeschlagenen Reifen. Ja. Mal 6 Sekunden sind es zwischen uns. Na, ich muss dich halt irgendwie aus dem DRS-Fenster raushalten, das bin ich mehr. Also ja, keine Sorge, also die Reifen wären ja nicht besser, von daher bin ich stark davon überzeugt, ja, gut, dass meine das auch gelingen nicht, meine sollte. Auch nicht. Ja gut, aber deine sind ja insgesamt trotzdem noch besser als meine. Darum geht's ja. Ja, ich guck schon. Während das hinter mir, also keine Ahnung, der Bottas ist halt. Der kommt ran wie sonst was. Der, also wie der sich ransaugt. Als hätte er. Mercedes-Motor quasi. Ja gut, ich meine, er hat halt DRS und das ist auch falsch. Ich ja, guck mal, wie du hast doch vor mit DRS auch nicht so krass aufgeholt wie er. Warum? Ja, aber er fährt schon im Windschatten. Also mit Windschatten kannst du hier viel machen, finde ich. Habe ich vorhin auch schon so gedacht. Ja, ich sag also, solange ich dich noch sehe, ist alles gut. Aber Hamilton ist halt jetzt keine Ahnung, wo der ist. Der ich fährt fahr, das ist nicht mehr gut. Ich fahre gerade auch nicht mehr gut. Jetzt sind es 5 Sekunden. Ja, aber trotzdem, das ist unnormal, wie krass er wegzieht. Aber gut, ich sag mal so, dafür ist er halt Experte, ne? Ja. Weil der Rosberg anscheinend weg ist. 20 Autos sind's, aber ich weiß nicht, was die hinter uns gemacht haben. Bin also, wir waren auf jeden Fall mal nicht dran beteiligt. Ja, das ist richtig. Wo bist du gerade hingefahren? Ich war mal kurz in die Brecherie gefahren. War mal kurz Pilze sammeln. Da war er kurz weg, okay. Ja, ja. Du könntest wieder fast im DS-Fenster sein. Du bist bin im DS-Fenster. Also wenn ich so dranbleib, dann... Ja, aber gut, weiß nicht, wie viel mir das dann jetzt gleich bringen wird. Muss mal gucken, also die Reifen sind dann jetzt schon deutlich orange. Im DRS-Fenster bin ich sogar. Aber guck mal, wie ich mich ransaug. Quasi null. Doch, du kommst schon ran. Also wenn ich in den Rückspiegel schaue, sehe ich das schon. Ja, fahr du mal, ich will nicht überholen. Wobei die DRS-Zone ist halt eh sinnlos. Ja, also die brauchst du eigentlich halt doch. Hier brauchst du nicht innen zu attackieren, weil dann bist du dem dann. Boah, Alter, stopp, du kannst. Nee, aber ich musste halt bremsen, weil der hinter mir sowas von pusht gerade. Na, ja, ich fahr gerade aber auch nicht mehr gut. Also mittlerweile sind sie bei mir auch schon orange. Aber bei dir, wie müssen die bei dir aussehen jetzt schon? Ja, schon gezeichnet. Oh, du machst ihn ganz schön auf, aber ich lass... Mach du mal. Du willst gar nicht vorbei, okay. Na, das schon, aber ich will wirklich nur, wenn es sicher ist. Also vielleicht nächste DRS-Zone, dann Startziel, aber vorher hätte ich jetzt eigentlich nicht den Plan gehabt zu attackieren. Alter, ja, diese Kurven sind... Wolltest du an meinen Pilzen schnüffeln, oder was? Die Kurven sind so scheiße mit den Reifen, Alter, ja. Da macht er Ausflüge. Oh, Entschuldigung. Hab dich etwas berührt. Ja, ich hab's nicht gemerkt, aber es ging. Mit DRS müsste ich doch jetzt eigentlich an dir vorbeigehen, oder? Im Normalfall.
Wobei, naja, du bist schon noch ganz schön deutlich vorne. Na, ja, wird reichen. Nee, nee. Na ja, gut, du gehst halt nach inne, deswegen bist du sowieso wieder vorbei. Jetzt bin ich inne. Ja, ich wollte, ich wollte dir einen Windschatten nehmen. Das war das Einzige, was ich wollte eigentlich. Bleib du mal. Nicht mich so weit rausdenken, ne? Bleib einfach. Bist du? Bleib einfach inne. Ja, gut, so kann ich aber nicht fahren. Alter. Warst du der Williams oder warst du das? Oh, das ist sorry. Aber ich hab gesagt, die Kurve kannst du innen nicht nehmen, weil ich weiß nicht, wie ich da bremsen muss. Ja, ich sag mal so, ich war außen, aber musste ja irgendwo hin. Deswegen. Ja, ich weiß, ich hab einfach viel zu spät gebremst, weil ich standardmäßig halt gebremst habe, wie ich immer bremse. Wenn ich halt außen die Kurve anfahre und so. Diese Frontflügelbauer. Der Ablöfest. Normalerweise ist er ab. Ich sag mal so, dadurch, dass ich quasi im Bremsen mehr oder weniger die Handbremse noch gezogen habe. Aber gut, deswegen ist es halt trotzdem. Also, bin ganz schön weit zurückgefallen. Ja, du gehst Runde 10 in die Box, alles klar. Das war dumm. Ja, ich konnte es nicht mehr. Ich bin voll auf die Bremse gegangen, aber ich konnte es nicht mehr verhindern. Krass, wie schnell man den dreht, ey. Fuck. Das war so nicht geplant. Hey, ja, da machst du nix. Jetzt haben wir hier einen anderen, der Madlife ist, aber. Nee, nee, keine Sorge, keine Sorge. Ah. Ich nehme das hin. Also, zum Glück haben wir uns mal selber gedreht, so können wir uns mal wenigstens mal nicht über die KI aufregen. Ja, es ist ja aber, ja. Ich werde mir das beim Schnitt mal ganz genau angucken. Ja, war mein Fehler. Das ist, da musste ich auch nichts nachgucken. Ich habe nur immer im Rückspiel gesehen, hinter mir war der Bottas. Das habe ich ja kontrolliert gehabt. Ich habe extra eigentlich inne so die ganze Zeit offen gelassen. Nur wahrscheinlich hast du dann zu spät erkannt, dass es zu riskant werden würde oder so. Und deswegen. Ja, ich wollte auch gar nicht überholen. Ich wollte halt einfach nur auf der Strecke bleiben. Ja, das ist ja verständlich, aber. Ja, ich habe halt versucht, so weit wie möglich offen zu lassen. Also ich hoffe, also mein Fehler war es hoffentlich nicht, aber. Nee, war es nicht. War leider absolut schlecht. Also, ich wollte nicht überholen, aber ich habe dann halt. Ich war so schnell, ich wusste nicht, wo ich hin sollte, einfach. So, da gibt's einmal die gelben und jetzt wird gepusht. So ein bisschen. Aber hier ist gerade so viel Betrieb. Wer ist vor mir? Rosberg. Warum? Wo kommt der Rosberg her? Der ist noch nicht in der Box gewesen, dann. Ach, der ist 20. Guck mal an. Ach so. Der ist letzter. Ich bin 9. Ja. 6. Hui. Der Massa. Die Boxen aus war das Kacke. Ach man, das ist doch jetzt Kacke. Naja, mal einfach mal schauen, wie das Rennen dann jetzt ausgeht. Und mal gucken. WM-Wertung muss ich dann halt mal gucken, wie das aussieht, aber wir sind ja mit dem Massa und so alle sehr eng beieinander. Hallo, Kwiat, lässt du mich mal vorbei? Ne, das wird ein. Gut, du willst jemanden überholen, das ist. Das ja, ist Risiko. Das hab ich den verwonnen gekriegt, ich hab den mal ein bisschen nach außen geschoben. Nein, ich war gerade schneller als Massa, ich werde immer noch hinter ihm bleiben. Das ist so, also mit dem. Ich will ja nichts sagen, aber wenn die Reifen neu sind, fahren wir dem sowas von davon. Ja, ist richtig. Aber dann fahren die halt jetzt besser, wenn die Reifen scheiße sind. Richtig. Na, ich warte jetzt einfach ab, bis ich bei Massa hier. Der ist so, weil ich klicke dem sowas von hinten drin. Der Massa ist da hinten? Der ist Achter, ja. War der nicht hinter uns? Warte mal, Bottas kommt jetzt aus der Box. Bottas bin ich wieder vorbei. An Massa müsste ich jetzt eigentlich im Normalfall vorbeigehen. Er zieht halt weg.
Er zieht komplett weg. Ich habe DRS, er zieht mir komplett weg. Ich mache gar nichts gut. Er hat kein DRS, er zieht absolut weg. Na, weißt du nicht, bist du sicher, dass hier kein Vor ihm ist niemand. Vor ihm ist definitiv niemand. Ja, versuch halt, das DRS wirklich immer so zu nutzen, dass du einen Windschatten hast. Oh mein Gott, ich glaube, das Video gibt böse Kommentare. Warum? Weil ich dich weghauen habe. Ja, gut. Das kann man dann jetzt wohl nicht mehr rückgängig machen, mein Gott. Ist halt so. Weiß nicht, Ricciardo, ja, 5 Sekunden vor mir. Massa klebt direkt hinter mir. Aber was tut man nicht alles, um in der WM-Wertung wieder vorne zu sein? Ja. Oh Mann. Ja, ich wette, das ist Karma. Ich glaube, mir passiert nachher auch noch was. Ich habe ja eigentlich, mir war es sogar egal, ob du vor mir bist oder nicht. Nur ich wollte eigentlich dann nur nicht zu weit von dir weg sein. Punktemäßig, also höchstens ein, zwei Plätze, aber das hätte sich ja dann jetzt auch mehr oder weniger verflüchtigt. Deswegen. Ja, gut. Ist halt so. Passiert. Oh, eine neue Bestzeit, alles klar. Also ja, mit den Reifen. Na, die neuen Reifen sind schon nett, das ist richtig. Die neuen Reifen sind schon nett. Was fahre ich? Ich fahre eine 1.24.1. Leute, hast du meine aber richtig schön unterboten. Ich fahre eine 1.24.3. Oder 1.24.4, das ist schon fast. So, wer ist jetzt hier vor mir? Ricciardo? Wer ist denn da noch? Wenn man fragen mag. Oh, das ist Dritter. Ja, aber da ist noch einer dazwischen irgendwie. Ist das Rosberg? Ist er das? Nee, der ist ganz hinten. Rosberg kriegt, glaube ich, eine Punkte. Das wäre. Es kann sein, dass es irgendwie ein Überrundeter ist, weil irgendwie werden wir hier die ganze. Ja, das muss ein Überrundeter sein. Das ist ein weißes Auto. Wobei, naja, warte mal, ich bin Fünfter, Ricciardo. Du bist Zweiter, oder was? Ja, naja, kann schon sein, dass. Ja, dann sind das die beiden. Nee, dann sind das die beiden vorne. Ja. Ja, gut, ich hab halt 15 Sekunden Rückstand auf Hamilton. Das ist aber halt wirklich brutal, ne? Du denkst, du fährst gar nicht so schlecht und er zieht dir halt weg, als gäb's gar nichts. Ah, ich fahr jetzt auch, weiß nicht, mal gucken, was ich jetzt gleich für eine Zeit fahre, wenn ich hier durchs Ziel gehe, aber die ist auch jetzt nicht mehr so überragend. Nee, meine ist auch nicht mehr so gut, meine Reifen werden noch schon gehen. Das ist bei mir Gott sei Dank noch nicht der Fall. Ja, du bist halt eine Runde später. Ich muss halt gucken, wie lange ich mit den Hartreifen fahren kann. Ich fahre eine 1.24.6 jetzt. Ja, ich bin gerade eine 1.25 gefahren. Aber ich höre auf Ricciardo und Bottas auf. Die sind jetzt beide ganz nah vor mir eigentlich. Aber dann ist ein Überrundeter. Ja, das muss ein Überrundeter sein. Ich weiß ja, weil Ricciardo Bottas, die sehe ich von den Namen her. Okay, dann ist das Überrundeter, alles klar. Das Problem also ist, ich traue mich ehrlich gesagt nicht an Ricciardo und Bottas vorbei. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ich hoffe, dass du jetzt noch auf Platz 3 kommst. Denn da fühle ich mich nicht so schlecht. Oh Mann. Ja, es ist halt was komplett anderes, wenn du sonst nur wirklich nur Zeitfahren fährst. Ja, das stimmt. Plötzlich, hast du halt plötzlich irgendwelche Gegner auf der Strecke. Die einem da vor der Nase rumfahren und Bullshit machen, ja. Der Ricciardo und der also ich weiß nicht, was die ja gerade versuchen. Die hängen sich gegenseitig selber am Arsch, aber ich weiß nicht. Das Problem wird sein, der Ricciardo wird ja auch DRS haben, deswegen. Ja, du wirst nicht so wirklich rankommen. Du musst halt auf Ricciardo DRS haben. Auf die Ricciardo hast du DRS. Hab ich, ja, ach, na, frei. Ich bin in ihm drin. Da musst du für. Na, ich überhole ihn quasi so schon. So, auf Ricciardo. Naja, mal schauen. Guck mal. Ja, okay, nee, die ziehen eher weg. Also Ricciardo waren 3 Zehntel.